everyone, I'm Natalie from Cascada, and as you can see, I'm just about to start this live chat thing, and to be honest, it's new to me as well, but I'm really excited to see a few of you, and yeah, I'm already seeing what questions you're giving me and stuff, and one day you might even see this video, and then you'll have it as a memory forever. So, see you in a minute! Alles klar, jetzt probieren wir es mal. Hi Dani, kannst du mich hören? Hallo, ja. Ich habe jemanden mitgebracht für dich. Ich gehe mal an die Seite. Nein. Juhu. Nein, du verarschst mich. Hi Dani. Dani aus Wülfrath, habe ich gerade gelesen. Wie geht's dir? Ja, das ist richtig. Ja, wie geht's gut? Wie geht's dir? Ja, super. Wir sind hier in Hannover, haben gerade Soundcheck gehabt, weil wir hier beim ESC Vorentscheid ja morgen mitmachen und dann mussten wir das mal durchgehen. Ja, und jetzt dachte ich, chatte ich mal mit euch ein bisschen. Ja, krass. Ja, ne? Ja, krass. Bist du gerade zu Hause? Ich gar nicht. Ja, ich bin nur ein Pappaufsteller, das ist alles total gespielt. Ja, klar. Hi Mark, how are you? I have somebody for you. How are you doing? Hi, Ali. How are you? Good. Did you get worried when you saw him and not me? No, not really. I have somebody here for you. Peekaboo! Ich wollte eigentlich schon immer Sängerin werden. Zu ganz, ganz kleinen jungen Zeiten habe ich in Poesiealben aber noch Stuntwoman geschrieben. Das war das Einzige, was ich sonst werden wollte. Sonst war es immer nur Sängerin, auch mal mit Mode vielleicht mal was machen, aber nee, Sängerin war eigentlich immer die Nummer eins bei mir schon als ganz, ganz kleines Model. Hallo Anne, wie geht's dir? Hi, gut, no. Was würdest du mich gerne fragen? Woher dein Spitzname kommt? Nat the Rat. Ja. Wie du eventuell weißt, habe ich eine jüngere Schwester, die Sally. Und sie hat mich so als kleines Kind, hat sie mich schon so getauft. Sie hat mich einfach immer Nat the Rat genannt. Und das habe ich dann immer so beibehalten. Und irgendwann dachte ich, komm, das lässt du auch an deinen Fans, lässt sie das auch noch wissen. Siehst du mal, und so wurdet ihr auch Natty Raddies. So schnell geht das. Du hast mal gesagt, dass deine Tänzer die auf der Bühne getanzt haben, während du eine Ballade gesungen hast. Ja. Welche war das? Das war Could It Be You. Sagt dir das was? Ja. Ja, das war bei einer unserer UK großen Touren und das war, glaube ich, der Abschlussabend. Und was üblich ist bei solchen Touren, wenn man viel unterwegs ist im Tourbus für 10 oder 14 Tage, dann spielt man sich oft einen Streich am letzten Abend. Und die Jungs haben das bei mir halt gemacht und die sind dann, während ich versucht habe, eine ernsthafte Ballade zu singen, haben die sich einfach mal Tütüs angezogen und sind dann wie die letzten Tunden rausgetanzt. Und nicht nur das, was ihr nicht wisst, die haben sich auch mit dieser Farbe die Zähne schwarz angemalt, so einen davon. Und während ich gesungen habe, haben die sich einfach zu mir gedreht und riesig gegrinst mit diesen schwarzen Zähnen. Und da musste ich natürlich total abgackern. Okay, ich sag nur Great Talk und bis bald, alles bis Gute. Bald. Ciao. Hi Rihanna, can you hear me? Can you see me? I have somebody for you here next to me. Natty? Hiya! Hi Rihanna, how are you doing? Yeah. I'm fine, thank you. Yeah? Just a bit emotional.
You don't need to be emotional. We'll have a little bit of a giggle. Any questions you'd like to ask me? I saw that you wrote in German especially for us, so we could see your questions in German, but obviously you can speak to me in English. Oh, turn your head. I can see a poster of me in the background. Oh, look at that. Yes, I have. I've just chatted to about, I think it was 6 or 7 of you, and it was really nice, I must say. I could imagine sitting down with some of you for longer, but obviously when we want to get through to certain people from all over the world, we have to keep it short. So hopefully I did answer some of your questions. I hope you had fun, and I hope you were surprised, but not in a bad way. I hope you'll be able to sleep tonight. And I certainly had fun. So all the best, and maybe I'll see you at one of our concerts one day. Big kiss. Bye.